Hey, heute zeige ich euch, wie eine Achsenspiegelung funktioniert und für was ihr die braucht. Mit der Achsenspiegelung, wie der Name schon sagt, könnt ihr Objekte in einer bestimmten Achse spiegeln. Als Beispiel nehmen wir uns dieses Dreieck, das an diese Achse hier gespiegelt werden soll. Dazu nehmen wir uns unser Geodreieck und gehen hier mit dem Geodreieck so auf die Linie, dass dieses Geodreieck einen rechten Winkel bildet. Jetzt gehen wir auf den Punkt B. Fokussieren ihn mit dem Stift an und gucken, dass unser Geodreieck auch senkrecht zu dieser Linie steht. Jetzt ziehen wir mit dem Stift eine Linie nach da, messen dabei hier auch noch die Entfernung. Das sind 2 cm. Das wird später wichtig, um das Objekt zu spiegeln. Das können wir uns hier mal hinschreiben. 2 cm. Dasselbe Prozedere machen wir jetzt auch mit dem Punkt A. Hier auch wieder sowas. 1 cm. Und das letzte machen wir auch mit dem Punkt C. Hier wieder ansetzen, einen Strich ziehen, abmessen. Das sind 3,2 cm. Und jetzt wissen wir schon mal die Abstände zu dieser Spiegelachse. Wichtig ist, wie eben schon angesprochen, dass die jeweils gezogenen Linien immer in einem 90-Grad-Winkel zur Spiegelachse stehen. Jetzt nehmt ihr euch wieder euer Geodreieck und misst die eben gemessenen Linien, in dem Fall hier 2 cm ab, nochmal ab, und macht die exakte Linie wieder in der senkrechten zu der Spiegelachse, wieder 2 cm. Das wäre dann hier. Bei dem Punkt A wären das 1 cm, das wäre dann hier. Und beim Punkt C sind 3,2 cm, wäre das dort. Da wir jetzt unser Dreieck gespiegelt haben, werden natürlich auch die Punkte gespiegelt. Das bedeutet, hier haben wir A', hier haben wir C' und hier haben wir B'. Das Letzte, was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass wir diese Punkte miteinander verbinden. Das bedeutet, einmal hier und einmal hier. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt nun unser linkes Dreieck auf die rechte Seite gespiegelt. Nicht nur Dreiecke, sondern auch beliebige andere Formen könnt ihr mit dieser Vorgehensweise spiegeln. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video behilflich sein und vielen Dank fürs Zuschauen.